Dem Kritikos, dem willst du dienen? Stille. Denn hier betrittst du seinen hehren Tempel. Nicht mit der Feder, sondern mit dem Stempel sollst du beten. Dieses ist sein Wille. Sonette willst du dichten? Künstlergrille, dem Gotte schmeckt er nicht, dein leerer Krempel. Verkünde als didaktisches Exempel uns die Kritik der dichterischen Stille. Nun lächelt er sein sanftes Marmorlächeln, ein wenig kritisch, aber suffisant. Du bist gewaschen jetzt, ein alter Hase. Vergiss nicht, manchmal kühlen Wind zu fächeln von Aristoteles und auch von Kant. Die Düfte schmeicheln seiner kalten Nase.